Elsa kam nicht näher. Ihr Fauchen ging in ein zorniges Grollen über. Sie sang sozusagen das große Lied der Wut. Und es hört sich beeindruckend an, wenn Katzen das tun. Es sind langgezogene, laute Töne zwischen und schreckliche Klänge. Viel schrecklicher, dachte Isolde, als das, was ich da auf dem Klavier angeblich spiele. Und sie machte sich ein bisschen Sorgen, was jetzt wohl geschehen würde zwischen den beiden Katzen, dem jungen Mädchen und dem alten Kämpfer. Nichts geschah. Elsa drohte, Nero putzte sich und Isolde saß dumm da und spielte gar keine Rolle. Aber in ihrem Kopf rasten die Gedanken. Etwa so. Was mache ich denn jetzt? Das ist mein Nero. Ob der bleibt? Er muss bleiben. Was ist denn mit seinem Öhrchen passiert? Was mache ich denn, wenn der Elsa vertreibt? Elsa muss auch bleiben. Er ist alt geworden. Ich bin auch alt geworden. Ob er mich erkennt, ob das Zufall ist? Ich muss Robert anrufen. Ich muss Justus anrufen. Ich muss überhaupt niemanden anrufen. Ich muss hier sitzen und ihn ansehen. Und oh du meine Güte, ich weiß ja gar nicht, was ich jetzt machen soll.